Guten Morgen, liebes ICF Hamburg. Ich hoffe, ihr seid wach und habt richtig Bock mit uns jetzt die Pre-Show zu beginnen. Yes, und wir sind zwar heute nicht Even und Chris, aber wir zählen uns zu den kreativen Christen. Oh, der war flach, Nika, aber der war gut. Hey. Oh, wow. Schau da, denn die Jungs. Ja, was machen wir hier? Ja, was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Eigentlich gehören wir auch eigentlich zum Worship-Team. Stimmt, aber... Man will uns nicht, ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber wir sind jetzt hier. Deswegen, worüber reden wir jetzt? Ich glaub, Lass uns über Worship reden. Musik, Worship, ja, das ist auch unsere Leidenschaft, deswegen machen wir es jetzt. Genau, was bedeutet... Doch, voll der Anlass, ne? Ich weiß nicht, bei mir ist so, ich merke, dass Worship so gerade, dass ich so einen Perspektivwechsel drauf bekommen habe, dadurch, dass ich nicht mehr in der Kirche bin. Mich belebt das voll, wenn ich irgendwie... Leute um mich habe und einfach sehe, wie man halt gemeinsam Gott anbetet. Und es gibt mir mega Kraft, andere Leute beim Worship zu sehen. Ist gerade halt nicht so. Ja, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich höre jetzt viel bewusster Worship. Ich nehme die Zeit, auch wenn ich das vorher immer ganz viel gehört habe. Aber jetzt nehme ich mir einfach die Zeit, drehe laut auf und genieße die Gegenwart Gottes. Genau, richtig, richtig cool. Deswegen wollten wir euch fragen, wir haben ein Slido oder eine Slido-Umfrage vorbereitet und wollten euch mal fragen, weil uns das so interessiert, wie ihr gerade Worship wahrnehmt, was das für euch bedeutet in dieser jetzigen Zeit. Ich glaube, irgendwo unten sollte ein Link sein. Da geht ihr einfach rauf und beantwortet diese Frage, was euch auf dem Herzen liegt. Und wir gucken uns das gemeinsam dann später an. Ja. Entweder ist halt gerade irgendwie auch wie bei uns an Bedeutung gewonnen. Ja. Oder vielleicht seid ihr auch so, nee, irgendwie kann ich gerade nicht in Worship reinkommen. Es würde uns mega interessieren, einfach zu gucken. Wir gehen dann später drauf ein. Ja. Genau. Ja, also ich habe richtig abgefeiert jetzt letzten Freitag. Richtig, also... Ich habe Hausparty gemacht. Ist auch geil, wenn man einfach so in sein Zimmer ist, die Musik richtig laut dreht. Ja. Und dann kommt einer vorbei und denkt sich so, was machst du da? Ja, ich mache das tatsächlich gerade ganz viel im Auto, wenn ich mal unterwegs bin, was ganz selten der Fall ist. Aber dann drehe ich richtig laut auf, habe die Fenster unten, fahre jemandem vorbei und muss dann einen komischen Blick kassieren, wenn ich dann so mit... Yes. You make the darkness tremble. Ja. Bist du schon über rote Ampeln gefahren? Oh, einmal ist mir das passiert, aber das darf meine Mama jetzt nicht erfahren. genau. Aber es sind ganz viele neue Releases passiert. Elevation Worship hat richtig rausgehauen. Ich feiere Graves into Gardens. Richtig krass. Genau, das ist so ein Song, den ich dann im Auto höre. Ja. Du feierst Rattle, hat sie die ganze Zeit schon gesagt. Ich liebe diesen Song. Richtig, ist halt richtig so gut. Ganz anders und trotzdem mega viel Power drin. Ist halt ja, so. Voll geil. Aber was am Freitag ganz krass passiert ist, die O-Bros haben ein neues Album released, was wir oder was du richtig krass feierst. Ist zwar jetzt nicht so hundertprozentig meine Musik, ich bin eher so der Indie-Alternative-Typ. Aber die Texte sind cool und da steckt richtig viel Power drin. Und ich hatte tatsächlich am Freitagabend dann so eine kleine Party mit Nika zusammen, weil wir uns auf diese Pre-Show hier vorbereitet haben. Stimmt. Ich habe es abgetanzt. Ja, wer vielleicht ihr folgt, ich hatte meine 5 Minuten. Genau. 10? 10, 15? Vielleicht 15. Das weiß aber keiner. Sie hat nur 2 Sekunden aufgenommen. Also, passt das. Aber ich muss euch sagen, also Shoutout an die Jungs. Also, ja, ich habe sie vor so 2, 3 Jahren mal gesehen. Bin so an der Bühne vorbeigegangen. Dann sah ich so, da sind so 2 Jungs, die machen Rap. So, hä? Das war für mich mega neu, weil ich diese Szene gar nicht kannte. Und war so, ist das christlich? Und habe dann echt die gesehen und dachte so, krass. In mir ging voll was auf, weil ich gemerkt habe, so, boah, die leben das so furchtlos und die Texte sind voll auf Gott zentriert und sagen so, hey, es ist uns egal, ob wir Jesus groß machen und die Leute lachen oder nicht. Ja. Und in dem Moment hat sich in mir voll was geswitcht, was so öffentlich mein Glaubenleben angeht. Mega cool. Und deswegen auch jetzt das neue Album. Also falls ihr es nicht kennt, hört rein und feiert ein bisschen ab. Aber weil am Freitag noch was anderes released wurde und zwar aus unseren eigenen Reihen, Shoutout an Zion. Wir haben Julian gebeten, uns ein bisschen was über seine neue Single zu erzählen, weil sie meines Erachtens mega gut in diese Zeit passt. Ja. Und er erzählt uns jetzt ein bisschen, deswegen Film ab! Yes, wir haben mit Zion diese Woche eine neue Single released und das ist spannend, weil wir vor 2 Monaten haben jetzt dieses Lied rausgebracht. Vor 2 Monaten, dass es einfach voll in die Zeit passt, wo Leute sich angefangen haben, Sorgen zu machen um ihre Gesundheit, um ihre Familien, um ihre Finanzen. Und das war spannend, weil uns das krass gezeigt hat, wie Gott einfach in den Zeiten präsent ist und wie er nicht überrascht ist, weil wir haben das Lied im September angefangen zu schreiben und da war das halt noch nicht mal ansatzweise am Horizont, dass sowas passieren würde dieses Jahr.
Und Gott hat trotzdem schon dieses Thema von Angst und Sorge und seiner Gegenwart einfach voll gehighlightet. Und das ist richtig krass und das ist so einfach so eine gute Lektion für uns, auf den Heiligen Geist zu hören, was er uns aufs Herz legt und da auch einfach Dinge auszusingen, bevor sie vielleicht relevant scheinen, und zu wissen, dass der Heilige Geist uns gebraucht, um Leuten die richtigen Worte auf die Lippen zu legen für eine bestimmte Zeit und da einfach ein Segen zu sein und dass er Leute vorbereitet und ausrüstet. Und in Amos gibt es diesen Vers, wo es heißt, dass Gott nichts tut, ohne es seinen Propheten vorher zu zeigen. Und das fand ich richtig krass einfach. Nicht, dass wir erwartet haben, dass eine Pandemie ausbricht, aber dass Gott uns mit reinnimmt und uns gebraucht und die Dinge kommen sieht, die wir noch nicht kommen sehen, und uns da nicht ohne irgendwas reinlaufen lässt. Danke, Julian, für diese Worte. Mega gut. Ich muss auch sagen, obwohl das Lied keine Träne heißt, ich habe das erste Mal gehört und ich glaube, nach der ersten Strophe kam mir die Träne. Aber das ist ja auch gut. Ja, mega berührend. Ich feiere das Lied total. Also wenn ihr das auch nicht kennt, hört da definitiv Checkt rein. Sie aus. Yes. Noch nicht released, aber in progress, auch aus unseren eigenen Reihen. Wir haben ja nicht nur die Nummer von Julian und Adele und Justin Bieber, sondern eben auch von Julie von Yada Worship. Und deswegen haben wir sie direkt hierher geholt. Hi. Hallo Julie. Und wollten einfach mal wissen, wie ist es eigentlich jetzt gerade in dieser Zeit, ein Album aufzunehmen? Ändert sich da was dadurch, dass man halt jetzt Corona hat? Oder wie erlebt ihr das so als Band? Ja, es war definitiv anders, glaube ich, als wir uns das am Anfang vorgestellt hatten, als wir den Plan haben, hey, wir wollen ein Album releasen dieses Jahr. Tatsächlich ist aber dieser Zeitgewinn, den wir hatten, dadurch, dass halt alles abgesagt wurde, ne? Also all unsere Gigs, alles, was wir irgendwie so geplant hatten an Videodrehs, an Shootings, das konnte alles nicht stattfinden, war für uns schon ein kleiner Booster, muss man fast sagen, einfach weil wir diese Zeit effektiv nutzen konnten, um Vocals aufzunehmen, um zu produzieren, um einfach so all die Sachen wirklich ins Laufen zu bringen, die wir geplant hatten. Am Anfang waren wir immer wieder so, oh Mann, schaffen wir das überhaupt? Der Zeitplan ist richtig eng und mal gucken, ob wir das überhaupt den Release so durchziehen können. Aber dann irgendwann waren wir so, krass, wir haben so viel geschafft, wir können alles so machen, wie wir es uns gedacht hatten, was voll der Segen ist. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch viele Sachen, die wir für den Release geplant hatten, so wie eine fette Release-Party und Konzert zu schmeißen, das sind alles so Dinge, die wir jetzt gerade umdenken, die wir umstrukturieren müssen, die wir wahrscheinlich gar nicht so umsetzen können, was voll schade ist. Deshalb, genau, war das so wie so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil man auf der einen Seite viele Dinge fertig gekriegt hat, aber andere Dinge nicht schafft. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war es irgendwie doch ein Segen, weil, hey, wir können dieses Album releasen und machen irgendwie jetzt so das Beste daraus. Ja. Mega cool, mega. Danke. Ja, wir haben hinter der Bühne schon so ein ganz bisschen von dem Gitarristen eine kleine Sneak Preview bekommen. Klingt cool und wir freuen uns. Ja, also nur ganz dezent, leider nicht mehr. Also, auch wenn ihr Yada nicht kennt, dann checkt sie aus. Richtig cool. Aber weil wir schon so viel über Worship-Songs gesprochen haben, wird Zeit für ein Spiel, ne? Wird Zeit für ein Spiel. Wir machen euch das vor. Wir wollen nämlich Lieder raten. Wir hören jetzt gleich 3 Sekunden und hoffen, dass wir das jetzt schon erkennen können. Dieses Lied, das sind Worship-Songs. Die wir nicht kennen. Die wir nicht kennen. Wir haben da hinter den Kulissen ganz viel gemacht, dass wir einfach keine Ahnung haben, was gleich auf uns zukommt. Ich habe Angst, ob wir wirklich, also wir hören ja ganz viel Worship-Musik, aber ich weiß nicht, ob... Entweder wir blamieren uns jetzt und ihr sagt so, als ob wir... Und danach seid ihr aber dran. Wir haben überlegt, dass ihr einfach in die Kommentare schreibt, welche Lieder ihr denkt, dass das sein könnten. Und dann gucken wir danach, ob irgendwer das richtig erraten hat. Aber also jetzt schon mal in Übung kommen, ihr könnt ja jetzt schon mitraten. Und denkt immer noch an den Slido-Link, der vielleicht auch unten irgendwie mal eingeblendet werden könnte, damit ihr vielleicht immer noch an der Umfrage teilnehmen könnt. Genau, let's go. Musik ab, würde ich sagen. Technik bereit. Ich bin aufgeregt. Alright, let's go. Grace in the Gardens? Nein? Das ist ein applaudierender Mensch. Let's go. Nee. Ja, stimmt. Oh. Schlechte Eis hier. Mitgliederschaft. Ja. Next one, ja. Ich kenn's tatsächlich nicht. Fail. Was ist es?
Wir haben einen Joker aus dem Publikum. Was ist es? Ah, Lord of All Creation. Kannte ich nicht. Kenn ich nicht. Nee. Blamiert. Super. Blamiert. Sehr schön. Nächster Danke, Song. Anna. Danke, Anna. Shoutout an dich, Anna. Wir kannten diesen Song beide nicht. Oh Mann. Nächstes Lied und dann seid ihr dran. Mal gucken, ob ihr es besser macht als wir oder als ich. Ich hatte noch keinen Punkt. Everything, everything? Nee. Ich habe Angst. Ah, Träne. Wow. Wir reden doch darüber, sind richtig begeistert. Kenn ich nicht. Ja. Aber jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, ihr kriegt es besser hin, weil danach kriegt ihr eine Siegerehrung und werdet einfach namentlich in dieser Show hier genannt. Also, let's go. Technikteam, haut raus. Das war Song Nummer 1. Ich glaube, in den Kommentaren steht dann direkt Song Nummer 1. Und dann kommentiert ihr, was ihr denkt, was es war. Genau. Song Nummer 2, würde ich sagen. Ja. Nach deinem Bild bin ich gemacht unter Staub, wurde neben ich geformt für dich allein. Ja, ich hoffe, das habt ihr erraten, weil sonst sind hier drei Menschen ein bisschen traurig. Vier. Vier? Sind hier vier? Ich auch. Ah, du auch. Du auch. Gut. ja, wir haben, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, dachten wir, dass wir die Umfrage noch mal reinnehmen und dann die Siegerehrung machen. Ja. So, habt mal ihr sehen, Technik? Hoffentlich hat mal jemand hier. Wir wollen gerne was über euch erfahren. Da kommt was. Slido? Slido, aha. Sehr wichtig und baut mich auf. Zur Ruhe kommen, yes. Derzeit hat man nicht dieses gewohnte Gemeinschaftsgefühl aus dem Worship, ja genau. In einem Gottesdienst mit Lautstärke, Atmosphäre, Gemeinschaft. Dadurch lerne ich voll, meinen eigenen Lobpreis zu machen und nicht abhängig zu sein. Nice. Richtig gut. Neue Perspektive, Nähe. Fokus wieder auf Fokus. Gott. Voll gut. Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit, ja, voll. Und wir haben Maverick City, wollten wir auch noch erwähnen. Stimmt. Weil du genau das gesagt hast. Ich fühle mich dann so, ach, ich würde gerne so eine Gemeinschaft um mich haben. Maverick City Music mega gut. Ist halt so ein bisschen auch so wie Bethel und so. Man hört halt ganz viele Stimmen und man denkt, man ist mit drin, wenn man es ganz laut dreht. Ja, richtig, richtig gut. Also Maverick City. Ja, ich vermisse den Worship mit allen zusammen auch. Ja, voll gut. Also das nicht, dass du es vermisst, aber es ist gut, dass du was dagegen unternimmst. Genau. Yes. Sehr schön. Ich kann echt nur ermutigen, so die Zeit zu nutzen und einfach zu sagen, so, hey Gott, ich gebe dir jetzt meine Zeit. Jetzt ist es mein Lied, jetzt sind wir beide zusammen. Und eben mit den ganzen neuen Releases habt ihr einfach mega gutes Material, das zu tun. Luna Simao hat auch ein Lied rausgeholt. Wir haben hier raus. Also wirklich, wir sollten so eine... Vielleicht einen Podcast starten über Musik. Stimmt. Irgendwas mit Butterbrot. Nee, Banane. Nee, das Butterbrot ist leider schon vergeben. Aber hey, kennt ihr die Kommentare noch? Genau, die Kommentare mit den... YouTube. Kriegt ihr das hin? Und dann geht's auch gleich in so ungefähr 3 Minuten weiter. Ja. Auf geht's. Alright, Song Number 1. Offenes Land, Hillsong, Eisfeld. Ich weiß tatsächlich nicht, was das erste Lied war. Was war das erste Lied jetzt nochmal? The Avalon? Okay. Jerry hat gewonnen. Jerry hat gewonnen. Zweites offenes Land. Exactly. Yeah. Yes. Eden, auch richtig. Besser. Das war Jerusha. Deine Schwester, oder? Ja. Yeah. das war's, ne? 3 Songs? Ja. Yeah. Jetzt geht es auch schon weiter. Mit
dem Pre-Roll und dann kommt Andi endlich und ihr seid uns los. Viel Spaß, bis dann. Tschüss. Ciao. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again in the rain.
Meine Damen und Herren, es regnet hier. Wie du siehst, vielleicht schon gehört, dass du dich gewundert hast, was ist da für ein komisches Rauschen? Es ist nicht ein Technikfehler, sondern wir haben zum ersten Mal, seitdem wir hier live aus dem Emporio senden, Regen. Und alle anderen Sonntage davor hat es nicht geregnet. Und als es heute hier geprasselt hat, haben wir gemerkt, ups, Gott hat ja die ganzen letzten Wochen auf uns aufgepasst, ohne dass wir es gemerkt haben. Also wenn du dich wunderst, falls es wieder anfängt zu rauschen, jetzt gerade ist es hier oben relativ ruhig, sollte das Rauschen zurückkommen, dann ist das nichts anderes als die Güte Gottes, die sich zeigt in wunderbarem Regen. Hey, schön, dass du und ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, du erlebst die nächsten 90 Minuten Gott mindestens genauso doll wie ich, denn Kirche und Gott ist da, wo du bist. Der Heilige Geist ist der Teil Gottes, der in uns Wohnung bezogen hat. Und das ist das Geniale. Wir können jetzt irgendwo hinlaufen. Wir können sogar auf dem Klo sitzen, für der vielleicht gerade auf dem Klo zuschaut. Und Gott ist immer noch da. Ja, der Tempel ist heute überall. Überall dort, wo Kinder Gottes auf ihren Füßen unterwegs sind. Und damit hast du alles, was es braucht, um in den nächsten 90 Minuten Gott auf deine Art und Weise zu erleben. Und ich möchte am Anfang für diese Celebration beten, dass Gott in den nächsten 90 Minuten so richtig zum Zug kommen darf in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jetzt in jedem Wohnzimmer, in jeder WG zu Hause bist, Vater. Und wir machen unsere Herzen jetzt einfach auf für dein Wirken. Wir machen unsere Herzen auf für dein Reden und bitten dich, Heiliger Geist, dass du zum Zug kommst, da wo du bist. Amen. Amen, Amen. Hey, du kannst auch heute wieder aktiv teilnehmen an dieser Celebration. Und ich möchte am Anfang so einen Gedanken mit hineinnehmen. Und zwar gibt es einen alten Spruch, den meine Mama immer gesagt hat. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ja, und das kam immer, wenn ich vielleicht mal ein bisschen zu doll gemotzt habe über die Qualität des Essens oder über sonst irgendwas, was mir gerade nicht gepasst hat an meine Eltern. Da hat meine Mama gesagt, Andi, danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben, oder? Und genau, ich bin Schweizer. Für die, die sich jetzt gewundert haben, warum ich meine Stimme so komisch verstelle, tatsächlich komme ich aus der Schweiz. Deswegen dieser komische Ausbruch hier, was meinen Akzent anbelangt. Und ich habe euch heute einen Vers mitgebracht aus den Psalmen. Hier heißt es folgendes. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Hier ist der Psalmist voller Dankbarkeit und wir kennen seine Geschichte und wissen, dass sein Leben gar nicht immer einfach war und dass sein Leben sehr oft gebeutelt war von Verfolgung, von Krankheit, von Rückschlägen, von völligem Ausbleiben einer Perspektive, wie sein Leben weitergehen könnte. Und trotzdem ist hier ein Mann, der sagt, ich danke Gott von ganzem Herzen und ich erzähle mir und all meinen Freunden das, was Gott Gutes getan hat in der Vergangenheit. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich lade dich ein, jetzt auf Slido dich einzuloggen, slido.com. Und mit dem Zugang ICFHH kannst du jetzt aktiv an dieser Worship-Zeit teilnehmen. Wir wollen jetzt nach diesen zwei Liedern, die wir jetzt gleich spielen, miteinander Gott Danke sagen. Und du hast die Möglichkeit, jetzt deine Danke-Statements da reinzuballern. Und lass uns gegenseitig ermutigen, indem wir jetzt auf Slido einfach sagen, Gott, ich danke dir, dass es mir zurzeit gut geht. Ich danke dir für Person XY, die gerade Gutes tut in meinem Leben. Also du kannst reinschreiben, was du willst. Hauptsache, es hat mit Danke zu tun. Und ich lade dich ein, so auf diese Art und Weise diese Zeit der Anbetung mit zu prägen. Hey, jetzt freue ich mich auf Jerry und Julie und Michael, wie die uns jetzt mitnehmen in Worship. Over to the band. I close my eyes and count us flying. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine. And it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation.
Yes, lass uns einen kurzen Moment in dieser Atmosphäre der Anbetung bleiben und ich möchte einfach kurz diese Dankesanliegen anschauen miteinander, die ihr reingeschrieben habt, die letzten Minuten. Vielleicht können wir das kurz einblenden, die Slido-Ergebnisse. Wir brauchen, genau, super, vielen, vielen Dank. Hey, lass uns das einfach kurz lesen miteinander. Hier sagt jemand, danke Gott für meine sehr, sehr nice Small Group. Danke, dass ich eine Zukunft habe, Hoffnung, Perspektive. Das Beste kommt noch. Yeah, Amen dazu. Jemand dankt für seine Natur, für seine Frau. Hier sagt jemand, du mich nie loslassen wirst. Für immer kämpfen wir gemeinsam, selbst wenn ich das schwächste Glied der Kette bin. Jemand anders sagt, ich danke Gott, dass er meine Jungs und mich durch eine schlimme Zeit hindurchgetragen hat, dass er mit mir durch meine Krebserkrankung gegangen ist und mich nie, gar nie verzweifeln ließ. Wow, so stark. Jemand anders sagt, dass Gott mich liebt. Jemand anders erwähnt YouTube-Kanäle, die ihm gerade gut tun und Podcasts und so weiter und so fort. Hey, lass uns doch jetzt einfach eine Zeit haben, während die Anliegen hier weiterlaufen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass da, wo du bist, egal ob du alleine bist oder in Gemeinschaft, dass du einfach kurz aufstehst in deinem Wohnzimmer und dass du Gott jetzt laut Danke sagst für alles, was dir einfällt. Und manchmal hat es besonders Kraft, Gott vielleicht sogar für Dinge Danke zu sagen, die dir jetzt gerade wehtun, die du jetzt gerade nicht verstehst. Warum? Weil es eine Hoffnung über dir selbst ausspricht, weil es ein Dankes- und Vertrauensbeweis ist, dass du sagst, ich verstehe die Geschichte zwar nicht und wenn ich dieses Kapitel gerade lese, sieht es für mich aus wie ein Rückschlag, Gott, aber ich weiß, dass du eine gute Geschichte im Kopf hast mit einem sehr guten Ende. Also lass uns jetzt da, wo wir sind, da, wo du bist, einfach Gott Danke sagen, laut, während die Band weiterspielt. Sag jetzt Gott Danke für alles, was dir jetzt in den Sinn kommt. Come on. Bleibt, wie sie gestern war, wie sie heute ist, so wird sie auch morgen sein, Jesus.
Jesus, wir wollen dir danken, auch für die Dinge, die wir vielleicht gerade nicht verstehen. Wir wollen dir danken, dass du einen guten Plan hast, weil du ein guter Gott bist. Und wir wollen dir danken für so viel Versorgung, die wir erleben durften in den letzten Wochen und Monaten. Danke für alles, was du tust und für alles, was du noch tun wirst, Jesus. Wir lieben dich. Das ist so stark und ich freue mich, dass wir jetzt in wenigen Minuten nach Zürich schalten werden für eine Predigt von mehreren Männern, die richtig, richtig etwas auf dem Kasten haben und die ganz, ganz viel bewegen. Ich werde in wenigen Minuten noch ein paar Takte dazu sagen. Davor aber jetzt einfach zwei, drei Informationen auch von meiner Seite für dich. Hey, erstens, wie jeden anderen Sonntag auch, haben wir im Anschluss an die Predigt unser Face-to-Face-Gebet. Leute, die per Videokonferenz zugeschaltet sind, wo du dich einwählen kannst über Zoom, direkt im Anschluss an die Celebration kannst du dich einloggen. Zugangsdaten findest du auf der Website, auch im Instagram-Feed und auch hier dann im YouTube-Channel. Am richtigen Moment wird das dann reingedroppt. Und du kannst dich einfach einwählen und heute für dich beten lassen. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du ganz besonders Gottes Unterstützung brauchst. Vielleicht kennst du jemanden, der dir so richtig am Herz liegt, wo in einer Notsituation ist. Dann bitte zögere nicht, sondern nimm dieses Angebot wirklich in Anspruch. Hier sind Leute, die dir gerne zuhören und ein paar Minuten für dich da sein wollen, um einfach dich zu unterstützen im Zuhören, aber logischerweise auch dann im gemeinsamen Gebet. Außerdem, wie jeden anderen Sonntag, haben wir im Anschluss an die Celebration, also Punkt 12.30 Uhr, unser Coming Home, ein Angebot auch wieder per Videokonferenz, wo du dich einloggen kannst. Auch da findest du die Zugangsdaten an allen richtigen Orten, Website, Instagram und YouTube-Channel. Und du kannst dort ICF besser kennenlernen. Ja, vielleicht bist du in den letzten Wochen dazugestoßen, hast angefangen, diese Online-Celebration anzuschauen. Vielleicht bist du schon länger ICF einfach am Abchecken für dich. Coming Home ist unser Angebot, das dir helfen soll, Teil unserer Kirche zu werden oder einfach abzuklären, ob diese Kirche vielleicht die richtige Kirche sein kann. Deswegen herzliche Einladung im Anschluss an die Celebration. Komm dazu im Videochat und wir lernen uns besser kennen. Dann möchte ich euch ganz kurz mitnehmen. Nächsten Sonntag ist bereits Pfingsten. Pfingsten steht vor der Tür. Ich finde das immer ganz komisch. Da kommt Ostern, da kommt Himmelfahrt, da kommt Pfingsten. Das ist immer so ein Highlight-Burnout, das man kriegt. Und wir werden für diesen Sonntag keine eigene Online-Celebration durchführen, sondern wir klinken uns nochmal ein in das Angebot, was Zürich uns zur Verfügung stellt. Zürich ist ganz, ganz fleißig am Plan und wird den ganzen Tag unterschiedliche Sessions streamen auf der Website, die dir helfen, den zu erleben, um den es am Pfingsten ganz besonders geht, nämlich den Heiligen Geist. Also nächster Sonntag, der Holy Spirit Sunday, wo wir gesagt haben von Hamburg, lass uns dort mit reingehen, lass uns das Angebot mit in Anspruch nehmen. Und ich bin einfach so begeistert, dass wir zurzeit einfach eine große Movement-Familie sein dürfen als ICF, uns auch gegenseitig unterstützen können und Ideen reinbringen können. Und deswegen herzliche Einladung nächsten Sonntag. Kling dich unbedingt ein, geh früh auf die Website und schau, welche Sessions für dich die besten sein können. Und hey, nutze doch auch die Möglichkeiten, die das Gesetz unterdessen gibt. Du darfst einen anderen Haushalt zu dir nach Hause einladen. Vielleicht kannst du dich möglichst mit einer Person in deiner Wohnung treffen und ihr sagt, wir wollen diesen Tag miteinander leben, bewusst gemeinsam diese Sessions anschauen und dem Heiligen Geist in unserem Wohnzimmer, in unserer WG den maximalen Raum geben und erwarten, dass er wirklich sich auch zeigt an diesem Tag. Also nächsten Sonntag keine eigene Online-Celebration hier von Hamburg. Du findest unsere Celebration dann aber, beziehungsweise die Celebration aus Zürich, auf unserer Website. Also geh ganz normal auf icf-hamburg.de und dort findest du dann die Celebrations an diesem Tag. Noch ist nichts online, weil uns noch die ein oder andere Information dazu fehlt, aber die nächsten ein, zwei Tage werden wir alles online schalten und auch auf Instagram bewerben, dass du am nächsten Sonntag gut gerüstet und gut informiert bist, um das Beste aus dem Pfingstsonntag zu machen. Hey, jetzt an dieser Stelle möchte ich dich einladen, auch für eine Kollekte. Wir sammeln wie jeden anderen Sonntag auch Geld ein, um diese Kirche zu stärken. Und Kollekte ist immer für dich die Gelegenheit,
Gott Danke zu sagen und Gott zu zeigen, hey Gott, ich vertraue dir, auch in holprigen Phasen, auch in unsicheren Phasen. Und für mich ist Spenden immer wieder ein ganz natürliches Hygienemittel, um mein Vertrauen bei Gott zu halten und gleichzeitig dem Geld nicht die Macht zu geben, über mich zu bestimmen. Und deswegen tut es mir gut, wenn der Lohn kommt, immer unser erster Dauerauftrag geht immer direkt zurück in die Kirche. Wir zahlen unseren 10. Teil unseres Einkommens in diese Kirche hinein. Und ich merke seit Jahren, wo ich das tue, wie mein Vertrauensverhältnis Gott gegenüber einfach immer entspannter und immer angenehmer und immer stärker wird. Deswegen lade ich dich ein, sei heute großzügig mit deinem Gott im Himmel. Du kannst spenden ganz normal online über Banküberweisung oder auch über PayPal. Das Ganze wird eingeblendet jetzt auch sonst noch ein paar Mal in dieser Celebration. Also vielen Dank für deine Großzügigkeit. Das ist mega, mega stark. Und jetzt, meine Damen und Herren, schaue ich mal ganz kurz in die Regie, die nickt. Das heißt, wir sind ready und können in jedem Moment nach Zürich schalten. Und jetzt freue ich mich wirklich, hier drei Männer zu präsentieren, die Gewaltiges bewegen. Ich habe einen Vers nochmal mitgebracht, den ich euch kurz zeigen will, der unglaublich gut passt. Jesus hat mal zu seinen Jüngern gesagt Folgendes: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Wow, was für eine krasse Herausforderung, die Jesus da rausballert. Ich glaube, seine Jünger werden erstmal leer geschluckt haben, vor allem den Satz mit dem Kreuz auf sich nehmen, werden sie wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden haben in dem Moment. Sie wussten ja noch nicht, dass ihr Meister und Vorbild und größtes Vorbild in wenigen Wochen tatsächlich selbst an diesem Kreuz hängt, beziehungsweise dieses Kreuz raus aus der Stadt auf diesen Hügel Golgatha tragen wird. Und diese Herausforderung, die ist gewaltig, und ich bin heute voller Dankbarkeit, dass wir heute Menschen hören, die zu uns sprechen, die diesen Lifestyle seit Jahren leben. Andy Struppler gehört seit der ersten Stunde null zu der ICF-Bewegung dazu. Er hat ICF Zürich mitgegründet, hat unglaublich viele Jahre diese Kirche mitgeprägt als Jugendpastor, als Teil des Leitungsteams. Er ist übrigens auch der, der mich in die ICF-Bewegung hineingebracht hat, er mich eingeladen hat, in diese Jugendarbeit mit reinzugehen, vor fast 20 Jahren. Und Andy ist seit, glaube ich, 6 Jahren mit seiner Frau in Kambodscha und baut dort nicht nur ein ICF auf, sondern eine gewaltige Sozialarbeit, die unglaublich viel Gutes tut, die wirklich diese ganze Gegend Siem Reap auf den Kopf stellt, positiv beeinflusst. Und der zweite Mann, den wir heute hören werden, ist niemand anders als Sascha Ernst. Sascha Ernst ist der Leiter von AVC Schweiz. Es gibt auch eine Partnerorganisation hier in Deutschland, AVC, und sie setzen sich ein für verfolgte Christen und für Menschen in Not und sind aktiv in unzähligen Flüchtlingsunterkünften, Flüchtlingsheimen und so weiter, Flüchtlingscamp. Und AVC, genauso wie ICF Kambodscha, ist seit Jahren wichtiger strategischer Partner, wenn es darum geht, dass wir als Kirchenbewegung ICF auch unsere Hände ausstrecken wollen und der Not auf dieser Welt begegnen wollen. Immer im Wissen, wir können nicht alles retten, aber jeder kann etwas retten. Und da gehen wir hinein. Und das Gute ist, wenn du nur einen einzigen Euro die letzten 2 Jahre in ICF Hamburg investiert hast, dann kann ich dir heute sagen, das wusstest du vielleicht gar nicht, von deiner Spende ging schon immer ein Teil an diese 2 Arbeiten. Wir haben selbst als ICF Hamburg erleben dürfen, wie wir durch REACH, durch eine große Sonderkollekte, die einmal im Jahr in Zürich eingesammelt wird, durften wir als Kirche starten. Das Geld wurde zur Verfügung gestellt, dass meine Familie und ich hier hinziehen konnten und vollzeitlich diese Kirche starten können. Und wir haben uns entschieden, wir wollen die nächsten Jahre selber eine REACH-Sonderkollekte einsammeln. Gegen Ende des Jahres werden wir das zum ersten Mal tun. Wir werden einmal im Jahr einfach überlegen, wie können wir sparen, wie können wir zusätzlich zu unserem regelmäßigen Spende, wie können wir zusätzlich Geld auf die Seite legen, um dann als Kirche Dinge möglich zu machen, die sonst nicht möglich sind. Das ist REACH, und du wirst die nächsten Wochen und Monate mehr dazu erfahren. Und ICF Kambodscha, genauso wie ICF Tel Aviv und auch
AVC sind feste Partner dieses REACH-Projekts. Das heißt, ein Teil unserer REACH-Sonderkollekte wird in eigene Projekte gehen, hier in Hamburg, aber ein Teil werden wir nach AVC weiterleiten, nach ICF Kambodscha weiterleiten und auch nach ICF Tel Aviv, weil das die drei Projekte sind, die Gott uns als ganzes Movement ganz, ganz doll ans Herz gelegt hat. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch zwei dieser Leiter einfach zu uns reden hören, und ich mache dir wirklich Mut, mach dein Herz auf, saug etwas auf von dieser Kompromisslosigkeit, die diese Leute hier seit Jahren leben, und deswegen schalte ich jetzt nach Zürich in die Predigt. Come on. Alright, ich habe gerade gehört, wir haben noch keinen Ton. Ich weiß nicht, ob die Zürcher einfach sprachlos sind. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist es eher ein technisches Problem. Deswegen sind wir noch mal kurz hier zurück bei mir. Und ich habe jetzt die tolle Aufgabe, so zu tun, wie wenn ich jetzt noch was vorbereitet habe und genau wüsste, was ich jetzt zu erzählen habe. Aber habe ich nicht. Aber ich nutze die Gelegenheit, um noch mal das vielleicht aufzugreifen, was auch die letzten Wochen natürlich viel gestellt wurde. Viele, viele schreiben uns oder melden sich bei uns, ja, wann geht denn ICF Hamburg zurück ins Emporio? Der ein oder andere hat es mitgekriegt, die Gesetzeslage hat sich seit zwei, drei Wochen geändert und es ist theoretisch erlaubt, wieder Gottesdienste auf Hamburger Boden durchzuführen, allerdings unter Einhaltung von relativ hohen Hygienemaßnahmen. Und wir als Kirche, wir als Leitung sind weiterhin im Gespräch mit dem Emporio, mit den Freunden von Nordevent, um gemeinsam auch zu starten oder zu besprechen, wann es sinnvoll ist, als Kirche zurück in diese Räume zu gehen. Also wir sind dort weiter noch im Gespräch, es ist noch nicht final entschieden und wir werden natürlich sofort euch informieren, wenn das soweit ist. Also Stand jetzt ist es so, dass wir noch nicht final entschieden haben, wann es weitergeht. Fakt ist aber, dass wir uns auf jeden Fall jede Woche online sehen. Natürlich auch dann, wenn es zurück ins Emporio geht. Also etwas, was man jetzt schon sagen kann, ist klar, wenn es zurückgeht ins Emporio, werden wir nicht genug Platz haben für alle, die Teil sind unserer Kirche. Beziehungsweise es wird immer Leute geben, die sagen, ich gehöre zur Risikogruppe oder ich bin zu weit weg von Hamburg. Ich kann gar nicht nach Hamburg gucken, weil ich schaue das Ganze immer vor. Von, keine Ahnung, Flensburg oder Kiel oder irgendwo an. Und deswegen werden wir auf jeden Fall immer auch eine Online-Möglichkeit haben. Also selbst wenn wir zurück im Emporio sind, wird es immer die Möglichkeit geben, darüber hinaus sich online hier einzuwählen und online ein Teil dieser Celebration zu sein. Wie ich letzte Woche schon gesagt habe, ihr dürft wirklich beten für Weisheit, dass wir als Kirche wissen, was dran ist, dass wir gemeinsam eine gute Entscheidung auch mit Nordevent treffen können. Und ich freue mich, wenn wir dann schon bald uns auch wieder live und physisch gemeinsam im Emporio treffen können. So, jetzt wagen wir den zweiten Versuch und schauen mal, ob die Zürcher den Ton wiederentdeckt haben oder ob wir vielleicht hier in Hamburg das Problem lösen konnten. Deswegen jetzt nochmal die Predigt, ab nach Zürich.
Ja, es gibt so unsichtbare Krisen, das ist nicht so offensichtlich, man hat das nicht sofort auf dem Radar. Und ich möchte da mit euch eintauchen in so ein paar Prinzipien, die uns Gott so auf den Weg gibt. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte, und zwar, da war ein Lehrer, und er hat eine Schulklasse, die hat ihn mächtig gestresst. Und er hat sich überlegt, was gibt es für eine Strategie, dass ich ganz konkret einfach so ein paar Augenblicke für mich selber habe. Und er nahm dann so eine Weltkarte und sagte, Jungs und Mädels, ich werde diese Weltkarte in 1000 Stücke zerreißen. Und wenn er dann diese Welt wieder zusammengesetzt hat, dann werde ich wieder kommen. Und so hat dann der Lehrer das auseinandergerissen in 1000 Teile und sagte, viel Spaß, wenn das wieder zusammen habt, die Welt, dann komme ich wieder. Und nach ein paar Augenblicken sagten sie, Herr Lehrer, wir haben die Welt wieder zusammengesetzt. Und er hat gedacht, wie ist denn das möglich? Und der Lehrer kam und die Schulklasse zeigte ihm die zusammengepuzzelte Weltkarte. Und er sagte, wie habt ihr diese 1000 komplexen Teile von dieser Welt zusammenbringen können? Und dann sagte eine Person, das war kein Problem. Auf der Rückseite war eine Person. Und wir haben einfach diese Person zusammengepuzzelt und dann hatten wir auch die Welt wieder zusammen. Wenn Jesus sagt, geht hinaus in die ganze Welt und gewinnt die Menschen, dann denken wir, oh, wie sollen wir das machen? Die Welt ist so groß, so riesig, so unglaublich mit vielen Möglichkeiten. Und Jesus sagte, habe ich nicht von 99 Schafen sie stehen gelassen und ging diesem einem Schaf nach. Und ich glaube, wenn wir die Welt verändern wollen mit Gott und für Gott, dann lasst uns einen Menschen für und mit Gott verändern. Und diese eine Person hat das Potenzial, dass wir die Welt verändern. Also es gibt Menschen in unserem Leben, die haben keine Stimme. Menschen, die sieht man nicht, von denen hört man nicht. Das sind so unsichtbare Krisen, unsichtbare Geschichten, die man nicht auf dem Radar hat. Und Jesus sagt, geht hinaus in diese Welt, in diese eine Person, das eine Schaf und verändert die Person und die Welt ist wieder zusammengeflickt. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und ich möchte beginnen mit einem Prinzip in Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hier sagt die Bibel, wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und wir alle haben Träume, wir haben Visionen, wir haben Pläne. Und Gott sagt, wenn du mein Herzenswünschen verfolgst, dann werde ich auch eure Herzenswünsche ganz, ganz konkret auch erfüllen. Ich möchte euch so 7 Bereiche prophetisch mitgeben, wo ich glaube, wo Gottes Herz berührt wird. Und die erste Person, die wir ganz konkret in unserem Leben ändern können, dann hast du die Welt verändert, das steht in 2. Moses 20, Vers 12. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir geben werde. Hey, das ist das erste Prinzip. Wenn du in der Fülle Gottes leben möchtest und alle Prinzipien, die Gott uns auf den Weg mitgibt, sagt Gott, wenn ihr das tut, dann habt ihr ein erfülltes und langes Leben. Sagst du, aber du kennst meine Eltern nicht. Nein, aber ich kenne meine Eltern. Und ich kenne mich selber. Niemand von uns ist perfekt. Wir sind unperfekte Menschen, aber wir glauben an einen perfekten Gott im Himmel. Und hier das Wort ist interessant. Im Urtext das Wort Ehre heißt Kabet. Und das Wort Kabet kommt von der Grundbedeutung, es ist etwas schwer sein und man gibt etwas Gewicht. Das heißt, wenn du deinen Eltern sie ehrst, du gibst ihnen Gewicht, du machst etwas schwer in deinem Leben. Und ich ehre meine Eltern nicht, weil sie perfekt sind, ich ehre meine Eltern, weil Gott hat sie auserwählt, um mich auf die Welt zu bringen. Und das ist Gewicht und das ist Ehre in sich genug. Wir sagen nämlich, ehre jemand, weil gleich du hast einen guten Lifestyle, du bist ein Vorbild, du hast viele schöne Charaktereigenschaften, aber die Bibel sagt, nein, ich gebe Gewicht wegen einer Tatsache. Gott hat sie gebraucht, um mich
auf die Welt zu bringen. Ein zweites Prinzip, das lesen wir in 1. Mose 12, Vers 3, es geht um Israel. Wenn wir uns um das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und lass uns den Menschen, den Völkern eine Stimme geben, die manchmal in der Welt keine Stimme haben. Und Gott sagte zu Abraham und Sarah, wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Was ist dein Verhältnis zu Israel? Ich weiß, es ist ein hochkomplexes Thema, auch theologisch. Aber die Bibel sagt, wenn wir Israel segnen, dann sind auch wir gesegnet. Wie macht man das ganz konkret? Jedes Jahr am Anfang von einem Jahr geben wir als ICF Zürich unsere ganze erste Kollekte vom ganzen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag und alle Location weg nach Israel. Warum machen wir das? Es ist unsere erste Frucht vom Jahr. Wir sagen Gott, wir geben die erste Frucht zu deinem Volk. Wenn wir uns das kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um das, was uns kümmert. Und wir sagen mit dem Gott, wie ich meine Eltern ehre ich dein Volk. Und ich weiß, wenn ich dein Volk ehre, sind wir gesegnet. Also, es gibt Bibelstellen, wenn wir die ernst nehmen und umsetzen und leben, ist ein Segen darauf. Geh in einen anderen Bibelvers hinein mit vielen Stories in Zachariah Kapitel 7, Vers 10. Geht liebevoll und barmherzig miteinander um. Die Witwen und die Waisen, die Armen und die Ausländer sollt ihr nicht unterdrücken. Hey, wenn wir die Welt verändern wollen, geht in die ganze Welt hinaus, dann sagt Gott, wenn du diese Welt umdrehst, gibt es immer in unserem Leben eine Person, eine Witwe, einen Waisen, einen Armen, einen Ausländer, Israel, ihre Vater und Mutter. Und meine Frage ist ganz konkret, was ist deine Welt, deine Person, die Gott in deinem Leben zu deinen Füßen gelegt hat oder dir so eine Leidenschaft gegeben hat? Und wenn wir uns um diese Dinge kümmern, die Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um diese Dinge, die uns kümmert. Wenn wir beginnen, um das zu kümmern, was Gott kümmert, kümmert sich Gott um diese Dinge, die uns kümmert. Und ich möchte diesen Vers mitnehmen in ganz verschiedene Stories. Der erste Punkt ist, sei liebevoll zu den Witwen. Und hier ist eine Story aus unserer Church. Hallo miteinander. Ich bin der Dieter Förster. Ich gehöre seit mehr als 20 Jahren zum ICF. Vor 5 Jahren hatte ich einen grauenhaften, tragischen Autounfall, bei dem ich mit dem eigenen Auto meine eigene geliebte Frau Ruth überfahren habe. Sie hatte schwerste Verletzungen. Tagelang wurde im ICF intensiv für Heilung gebetet. Nach etwa 14 Tagen mussten wir sie gehen lassen, ohne dass sie nochmal zum Bewusstsein kam. Für mich völlig überraschend wurde die Abdankung in der Hauptzelebration am Sonntag angezeigt. Mit einem Foto meiner Frau und mit einem kurzen Satz der Würdigung. Das fand ich gewaltig. Das fand ich großartig. Auch bei der Gestaltung kamen Musiker und Techniker zum Zug. Das war wohltuend. Danach erlebte ich, wie viele Menschen an meiner Situation, an meinem Schmerz Anteil genommen haben. Ich bekam viele Einladungen zum gemeinsamen Nachtessen, zu einer Wanderung oder zu sonstigen Veranstaltungen. Ich fühlte mich nie allein. Ganz neue Beziehungen entwickelten sich. Auch bei der Bewältigung meines Haushaltes bekam ich Unterstützung. So erkannte ich, das ist meine Familie, das ist meine geistliche Heimat. Hier erlebe ich, wie eine christliche Gemeinschaft leben kann, wie man sich gegenseitig, wenn man sich gegenseitig achtet, wertschätzt, unterstützt, füreinander einsteht, so wie Jesus Christus uns das vorgelebt hat. Liebe ICF Family, liebe Zuschauer, hast du dich schon gefragt, wie der perfekte Gottesdienst ausschaut?
Jakobus, der Bruder von Jesus, der Gemeindeleiter zu Jerusalem, hat gesagt, schaut, wenn ihr euch in der Zeit der Not um die Waisen und um die Witwen kümmert, das ist der perfekte Gottesdienst, das ist die reine Frömmigkeit. Und wenn ihr kein gottloses Leben führt. Schaut, wir haben auf dieser Welt etwa 70 Millionen Flüchtlinge, wir haben 140 Millionen Waisen, Teilwaisen, Vollwaisen, wir haben 250 Millionen verfolgte Christen. Innerhalb von nur 12 Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. Und ICF und AVC zusammen als Partner versuchen, diesen perfekten Gottesdienst folgendermaßen auszuleben. Ein Freund hat mir empfohlen, mich auf meiner Reise im Mittleren Osten mit Farsa zu treffen. Das Einzige, was ich über ihn weiß, ist, dass er Christ ist und mit Flüchtlingen arbeitet. Im Zelt treffen wir Salma und was von ihrer Familie übrig ist. Vor 2 Jahren überfielen IS-Kämpfer im Morgengrauen ihr Dorf, töteten Salmas Vater und entführten ihre Tochter. Everything else is the secondary. The food, clothes, security, even the life. Being alive or not, it doesn't make any difference. These people, they lost the hope. They have no hope for future. They have nothing to look forward to live. Even if you ask them, do you like to have a good life? Or do you like to have a hope? They will tell you, I need the hope. They are dying a slow death because they lost the hope. And if we understand what we have through the Jesus and what these people, they don't have because they don't know the Jesus, we forget about everything else. And we want to give that wonderful gift to them so they can understand and know they are so precious for the Jesus. They are so precious for the God that he gave his only son for them. Our message is somebody loves you. More than anybody else, more than all of us. You need to know that Jesus. Vor ungefähr 10 Tagen bekomme ich einen Telefonanruf aus Syrien. Eine Frau sagt mir, wir sind ein ganz kleines Kinderwaisendorf. Wir haben ungefähr 240 Kinder. 1/4 davon sind Babys. Und wir hungern, wir leiden. Wir sind mitten im Kriegsgebiet. Man kann uns kaum erreichen. Aber mit wenig 1.000 Euros kann man uns am Leben erhalten. Und wenn ich solche Anrufe bekomme, dann denke ich, Mann, Jesus, Gott sei Dank bist du im Psalm 68 derjenige, der sagt, du bist ein Vater der Waisen. Du bist ein Anwalt der Witwen. Schlussendlich bist du derjenige, der Hilfe leistet. Und solch eine Hilfeleistung habe ich vor Jahren erlebt in einem Flüchtlingscamp außerhalb von Syrien. Ein Camp, das wir betreuten mit 10.000 von Leuten. Als morgens um 5 Uhr 200 Soldaten mit Panzern, mit Armeefahrzeugen das Camp eingedrungen sind, haben die Frauen und die Kinder mitten im Schlaf aus dem Schlaf gerissen, haben sie an den Haaren herausgezählt, haben sie geschlagen, haben die Medikamente zertreten, die Küche demoliert und schlussendlich waren Hunderte, ja Tausende von Menschen waren da und sie waren auf Ground Zero mit ihrer Moral und waren völlig demoralisiert. Und dann durfte ich sehen, wie wenige Zeit später eben der Vater des Trostes kam und sich kümmerte. Da waren 4 Konvertiten, die waren gerade mal 2 Jahre mit Jesus unterwegs. Sie gingen durch das Camp und dann sahen sie diesen Vater. Der Vater, der dieses dreijährige Kind, seinen dreijährigen Sohn auf den Armen trug, dieser Sohn war gelähmt, er konnte nicht selbst sitzen, nicht selbst gehen, seine Arme nicht bewegen, nicht selbst essen. Und diese jungen Konvertiten gingen hin und haben gesagt, wir wollen einfach für ihn beten. Und in diesem Moment des Gebetes kommt die Kraft des Heiligen Geistes auf diesen Jungen und unmittelbar danach konnte er selbst sitzen, selbst essen, er konnte in kleinen Krücken durch das Camp gehen und Hoffnung kam zurück zu diesen Menschen, die Hoffnung verloren haben. Das war Management by Heaven. Das war etwas, das die Menschen sehen konnten, dieser Gott, dieser unsichtbare Gott ist Fact und nicht Fake. Und ich denke, dieser Gott, dieser ist derselbe, der sich auch auf eine andere Art der Weisen kümmern muss. Das sind diese verfolgten Christen, die in den Folterkellern der Nationen sitzen, alleingelassen in diesen totalitären Regimes, so wie es Mariam und Marcy in ihrem Film, diese 2 Iraner, zeigen. Yes.
Innerhalb von 3 Jahren hatten wir es geschafft, in Teheran 20.000 neue Testamente zu verteilen. Danach gründeten wir in unserer Wohnung 2 Hauskreise. Weil solche Aktivitäten im Iran verboten sind, wurden wir 2009 verhaftet. Später in der Nacht brachten sie uns in ein anderes Gefängnis. Das war ein schrecklicher Ort. Wir mussten auf dem kalten und schmutzigen Boden schlafen. Es war Winter und es gab keinen Teppich. Das Einzige, womit wir uns zudecken konnten, waren nasse Decken. Diese stanken stark nach Urin. Die Wächter schlossen die Türen von 8 Uhr abends bis um 9 Uhr am anderen Morgen. Die Gefangenen konnten nicht zur Toilette gehen. Als wir Gottes Wunder sehen konnten und wie er uns als Werkzeug nutzte, um anderen Gefangenen die frohe Botschaft zu bringen, fingen wir an, statt für unsere Freilassung für andere Frauen zu beten. Wir hatten fast 10 Gerichtsverhandlungen und in jeder Verhandlung drohten uns die Richter, dass wir durch Erhängen hingerichtet werden. So versuchten sie uns davon zu überzeugen, unseren Glauben zu verleugnen. Die Bibel sagt, Gott hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. So kann ich nur sagen, dass es für uns beide eine Ehre war, für unseren Glauben zu leiden. Jakobus sagte, freut euch, wenn ihr durch allerlei Prüfungen müsst. Prüfungen im Griechischen heißt Perasmos und heißt so etwas wie enorm starken Druck erleiden müsst oder Verfolgung erleiden müsst. Er sagt, in diesem Glaubenstest, das bewirkt Ausdauer. Und Ausdauer bewirkt in euch, dass ihr vollkommen werdet, ganz werdet, dass ihr Jesus ähnlicher werdet. Und schlussendlich ist nicht das Leid die Freude, sondern das, was das Leid hervorbringt, ist Jesus ähnlicher zu werden. Das ist Freude, weil wir dann effizientere werden. Werkzeuge von Jesus werden. Und Jesus selbst musste das an seinem Leib erleben, als er im Garten Gethsemane, wo das Leiden für ihn begann, als er unter enormem Druck stand, als er Todesangst hatte, als er Blut schwitzte. Gethsemane heißt die Ölpresse. Er wurde effektiv wie Oliven zerquetscht, zerdrückt, die reines Olivenöl hervorbringen. Und dieser Zerbruch des Messias, der Zerbruch des Christus hat schlussendlich Durchbruch und Aufbruch, Heilung, Wiederherstellung, Auferstehung der Toten, Vergebung der Sünden, ewiges Leben und hervorgebracht. Und diese Kraft dieses Geistes Gottes, dieser Erweckungsgeist ist am Wirken und stellt sich der Not entgegen. So haben wir es gesehen bei einem Terroristen, der in der Wüste Syriens stellte sich Jesus ihm entgegen, zeigte ihm all seine Schuld, wie er 16 Zivilisten umgebracht hat. Und dann geht dieser Terrorist auf die Knie, er fleht um Gnade, als er aufschaut, ist Jesus weg, er geht zu den Polizisten, er stellt sich, sie stellen ihn 6 Monate ins Gefängnis. Nach 6 Monaten kommt er heraus und er geht jetzt dorthin, von Dorf zu Dorf und predigt das Evangelium der Hoffnung. Da, wo er früher mordete, ist er jetzt als ein Licht in der Finsternis unterwegs. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du durch eine Not gehst, wenn du in einer persönlichen Krise steckst, dann halte an diesem Jesus fest. Gib nicht auf, denn dieser Jesus, der bei dir steht, der mit dir geht, ist größer als jeder Berg, der vor dir ist. Willkommen, Sascha. Vielen Dank. You are an amazing inspiration. Vielen Dank. Unsichtbare Krisen, das sind Themen, über die spricht man nicht so oft. Man hört nicht oft davon, dass man Ehre, Vater und Mutter, dass man auch Israel einfach segnet, dass man für die Witwen schaut, dass man für die Waisen schaut. Und dann sagt ihm Zacharie auch, was soll auch für die armen Menschen schauen. Und vor 5 Jahren haben wir die Familie Struples ausgeschickt nach Kambodscha, eines der ärmsten Länder auf dieser Welt. Und wir haben auch Finanzen zusammengelegt, um auch diesen Menschen in Kambodscha in der größten Not einfach auch einen Segen zu sein. Und hier ist eine sehr, sehr ermutigende Story, was Gott auch in Kambodscha für Wunder Gottes bewirkt. Vielen Dank, dürfen wir ein Teil von eurer Celebration sein. Auch wenn wir auf der anderen Seite der Weltkugel sind, sind wir verbunden und erleben Gott überall genau gleich. In dieser Krisenzeit erleben wir hier sehr viele Herausforderungen und auch sehr viel Schmerz. Und ich möchte gleich starten mit einer Geschichte, die eine von vielen Geschichten sind, die wir hier erleben. Und dafür möchte ich euch gerne zum Anfang gleich Makara vorstellen. Sie ist einer unserer Angestellten hier in Kambodscha.
So when I was really young, I lost everything. I lost my house, I lost my land, and because of my parents were addicted to alcohol, and my dad would beat my mom often. So we live under people's roof, and we would go to Pagoda for food. So there's a time that my dad still not changed, and then the village chased us out. So we have to go and live in the forest. So my mom got sick, and there's no hospital, and then she passed away. So I was brought to live in the NGO, the organization, and my dad got sick, and I would spend everything and brought him to hospital, but still he passed away, and then everything seems like broken, everything seems lost and no hope. But there's a time I found hope again. I have a new family at ICF, and I finished school, and I have a dream, and now I have a really good job at ICF. Thank you, Makara. Das ist wie eines von vielen Geschichten, die wir hier erleben. Menschen, die alles verloren haben. Und in dieser Krisenzeit geht es genau gleich so. Jesus hat eine Geschichte erzählt und hat gesagt, da hat es einen König gegeben, der hat die Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Gesegneten und die Verfluchten. Die Gesegneten, denen hat er das ganze Erbe des Königreichs gegeben. Und die haben sich gewundert und gefragt, warum kriegen wir das? Und dann sagt der König, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich durstig war, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich alleine war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich krank war, kamt ihr mich besuchen. Als ich keine Kleider mehr hatte, habt ihr mir Kleider gegeben. Als ich im Gefängnis war, seid ihr mich besuchen gekommen. Und alles haben sie bekommen, diesen ganzen Segen von Gott. Und Jesus sagt, wir sollen eine Stimme sein für die, die keine haben. Wir sollen denen helfen, die schwach sind, in der Not sind. Gerade in dieser Krisenzeit haben sehr viele Leute hier in Kambodscha kein Einkommen mehr. Sie haben absolut alles verloren und ihnen geht schlecht. Wir geben ihnen Essen, aber was sie noch mehr brauchen als Essen, ist Hoffnung. Hoffnung, die mehr bringt als nur einen vollen Bauch. Das länger anhält als nur bis zur nächsten Mahlzeit. Was die Menschen wirklich brauchen, ist Hoffnung. Und das ist unsere Aufgabe hier als Christen. Und darum bleiben wir hier in Kambodscha, weil die Not groß ist und weil wir die Menschen sind, die ihnen Hoffnung geben. Sie haben gefragt, warum? Und Jesus sagt ihnen, was ihr für einer meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Die Leute, die Not haben um uns herum, das sind die Leute, die unsere Hilfe brauchen. Egal wo, egal wie, egal wann. Wir sind hier, um den Schwachen zu helfen und um eine Stimme zu erheben für die, die keine mehr haben. Mit diesem Gedanken möchte ich euch herausfordern, um euch rumzuschauen, wo sind die Menschen, die eine Not haben und wie kannst du ganz konkret helfen? Hey, was für Stories, das wir schon gehört haben. Nur schau, die Bibel ist so klar. Wenn wir in einer Corona-Krise sind und ich weiß, die einen sagen, ich kann dieses Wort schon gar nicht mehr hören, dann dreht sich alles um mein Leben, um meine Bedürfnisse, um Dinge, vielleicht mein Urlaub ist gestrichen oder was auch immer. Aber es gibt so unsichtbare Krisen, über das liest man im Moment nicht. Das sind die Menschen auf der Welt, die keine Stimme haben. Da muss jemand die Stimme erheben und sagen, irgendetwas kann doch nicht sein, dass man Milliarden, Billionen ausgibt für ein Coronavirus. Aber auf der anderen Seite der Erde sterben Menschen an Hunger. Wie bringt man das zusammen? Was würde Jesus zu dem sagen? Es gibt gewisse Bibelstellen, wo Gott sagt, kümmert euch um die Witwen, kümmert euch um die Waisen, kümmert euch um die Armen. Und dann viertens sagt er, kümmert euch auch um die Ausländer. Menschen, die in deinem Land
Zuflucht gefunden haben, was auch immer die Situation gewesen ist oder ist in ihren Ländern. Ich denke auch in Deutschland. Ihr habt so vieles gemacht. Ihr habt Scharen von Menschen aufgenommen, eine Heimat gegeben in einer extremen Krisensituation. Und Gott sagt, wer das macht, der ist wie ein Herzen von diesem Gott im Himmel. Wir geben den Menschen eine krasse Stimme. Wie machen wir das als ICF Zürich seit Jahren? Wir haben eine International Celebration oder Gottesdienst, und zwar um 5 Uhr. Und jeden Sonntag geben wir Food und Fellowship, also Essen, gratis weg. Und das machen wir ganz bewusst, verstehst du? Weil wir sagen, wir wollen den Ausländern einen Segen sein. Wir wollen ihnen sagen, seid willkommen und wir möchten euch gerne mit dem segnen. Weil die Bibel sagt, wer für die Ausländer sorgt, der kümmert sich um diese eine Person. Und wer sich um diese eine Person kümmert, der wird die Welt mit Gott und für Gott ändern. Verstehst du? Ehre Vater und Mutter ist so ein Gebot. Segne Israel ist so ein Gebot. Segne die Witwen und segne die Waisen und segne die Armen und segne die Ausländer, auf dass du und ihr ein langes, gesundes und erfolgreiches Leben haben möchten. Ich möchte dir sagen, du kannst gute Leadership-Bücher lesen. Du kannst dir alles studieren, was du willst. Aber ich möchte dir sagen, zwischen studieren und gesegnet zu sein, gibt es einen riesen Unterschied. Und es gibt Prinzipien in der Bibel. Und bitte sei schlau, wenn du die anwendest, auch als eine Gemeinschaft, als eine Church, als eine Familie, dann gehst du in diese Segenszone Gottes hinein. Ich ende mit einem Gedanken, wo ich mir gedacht habe, was ist nun so der Punkt von dieser Message? Weil ich bin felsenfest überzogen und ich habe einen Vers, der steht im Psalm 92, Vers 14. Gepflanzte im Hause des Herrn blühen sie auf in den Vorhof unseres Gottes. Also wenn wir gepflanzt sind in einer Kirche, in einer Gemeinschaft, dann blühen wir auf. Was meint die Bibel mit dem? Du hast vielleicht auch oft das Wort gehört, dass die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und dieser Satz hört sich manchmal so arrogant an, weil du weißt ja, die Welt und die Kirche ist manchmal nicht perfekt. Das sind ja unperfekte Menschen, ja, aber sie beten zu einem perfekten Gott. Gott hat mir das Bild gegeben, wenn wir Christen den Power von einer Church verstehen, dann sind wir wie so ein Licht. Ein Licht in der Finsternis. Und vielleicht magst deine Kirche so eine einzige Kirche sein in deinem Dorf, in deiner Region und du leuchtest. Und jetzt achte mal, wieso ist die Kirche die Hoffnung der Welt? Weil Gott hat Kirchen gepflanzt auf der ganzen Welt, von Afrika, über Asien, über Australien, Amerika, Europa, und das verbreitet sich überall. Und auf der ganzen Welt sind Christen in der Gemeinschaft zusammen, wo Jesus Christus in der Mitte ist. Und das ist ein gigantisches soziales System. Und jetzt überlegt einmal, wenn wir als Kirche den Zehnten in die Kirche bringen, und die Bibel sagt, es soll kein Mangel herrschen, da wo ein Licht ist, wo eine Gemeinschaft ist, warum soll kein Mangel herrschen? Weil die Kirche ist ein Ort, wo Menschen gefördert werden, Menschen werden trainiert, ermutigt, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Weißt du, was dann geschieht mit dem Heiligen Geist? Wir werden zu Volunteers und Volontieren, die hinausgehen in unsere Kirchen, und wir in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserer Region sind wir die, die für die Waisen schauen. Sind wir die, die bei den Witwen die Augen nicht zumachen. Wir sind die, die bei der Armut nicht einfach sagen, nicht mein Problem. Wir sind nicht die, die sagen, die Ausländer, nicht mein Thema. Sondern wir sind verbunden, um für die Menschen eine Stimme zu sein, die keine Stimme haben. Und wenn wir uns um die kümmern, um das sich Gott kümmert, dann kümmert sich Gott um das, was dich kümmert. Und wir können als lebendige, erweckte Christen nicht die Augen zumachen, egal wie cool und trendig dein Tattoo ist. Egal wie cool und trendig deine Jeans sind. Wir Christen müssen die Augen aufmachen für die verfolgten Christen. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und nicht einfach, ich wohne in der Schweiz und Deutschland. Ja, uns geht's gut. You dreamer. Wir sind verbunden.
mit der Not von dieser Welt. Und ich möchte enden mit diesem Vers, der im Psalm steht. Und ich finde es so krass, was heißt im Vers 15, hey, noch im Alter tragen sie Frucht, sie bleiben saftig und frisch. Hey, das ist für mich so eine prophetische Predigt, nicht einfach so eine, wo du sagst, wow, sondern das ist eine Message. Ich möchte uns allen, die verbunden sind online, heute liebevoll etwas hineinmassieren. Ehre deine Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Segne Israel, auch wenn du nicht verstehst, weil sie sind Gottes Volk. Missachte nicht die Witwen in deiner Church. Ja, sie sind alt, sie sind nicht mehr so cool, nicht mehr so trendig, aber sie haben Würde. Schau für die Weisen, die niemanden mehr haben, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter. Was ist mit den Armen, die nicht mehr wissen, wie kann ich den nächsten Monat überleben? Was ist mit den Ausländern? Was ist mit deiner Church, wo du gepflanzt bist? Und ich möchte heute diese Predigt beenden, etwas, was ich noch nie gemacht habe. Ich möchte nicht mit einem Gebet beenden, sondern mit einer Kollekte. Weil geben ist ein Gebet. Was auch immer du von einer Church bist, ich möchte dich bitten, dass du diese Spende, Kollekte, dein Geben gibst in deiner Kirche. Aber bist du von ISF Zürich, von den Locations? Wir haben uns entschieden, der Zehnte geht in unsere Church. Dann haben wir ein Reach jedes Jahr, wo wir AVC und Kambodscha mit hohen Beträgen unterstützen. Und das funktioniert nur, weil ihr in das Reach einzahlt, können wir AVC in Kambodscha und alle diese Dinge unterstützen mit großen Beträgen. Ich möchte euch herausfordern, in der nächsten Woche auf Finanzen zu sparen. Was geschieht, wenn eine Gemeinschaft wie wir eine Woche für die Armen, Witwen, Waisen uns verzichten und Geld auf die Seite legen, um AVC und Kambodscha und auch Israel großzügig zu sein. Dein Gebet ist heute dein Geben. Nimm dein Smartphone nach vorne, kannst das reinzoomen. Du kannst mit Twint, mit Mastercard, was auch immer spenden. Und ich möchte dich wirklich sagen, vielleicht mag es für dich manipulierend sein. Du brauchst eine Vision. Wenn du dich kümmerst um das, was Gott kümmert, dann kümmert sich Gott für die Dinge, die mich kümmert. Und das sind nicht wenige Dinge. Also mein Gebet mit uns zusammen ist heute eine Form von Geben. Für die Menschen, die vergessen geworden sind und die keine Stimme haben, für die Menschen werden wir einen Unterschied machen. Hey, wir können nicht alle Projekte unterstützen, aber wir können immerhin etwas unterstützen. Wir haben Partnerschaft seit Jahren. Wir sind treu in den Partnerschaften. Wir ziehen Dinge über Jahre durch, weil Nachhaltigkeit ist für mich mega, mega wichtig. Darum, das sind unsere nachhaltigen für uns Partnerschaften, wo wir treu sind, wo wir stützen, wo wir die Freundschaften auch kennen. Wir kennen auch die Geschichten und auch, was Gott durch diese Dinge tut. Ich möchte dich bitten, als ein Gebet, als ein Worship, ist heute mein Geben jetzt oder auch in der nächsten Woche, weil ich auf Dinge verzichte. Und die Band spielt zudem ein Worship-Song. Instead, you say I am your child.
Ich danke dir, dass da, wo vielleicht unser Leben gerade durchgeschüttelt wird, da, wo unser Leben sich nicht stabil anfühlt, Jesus, dass du die Kontrolle hast, Jesus. Du bist wie dieser, dieses Sicherungsseil, was uns hält, in das wir uns fallen lassen dürfen, wenn alles in sich zusammenfällt. Ich danke dir, Jesus, dass du verlässlich bist. Und ich möchte für uns beten und über jeden beten, der jetzt gerade noch zugeschaltet ist, dass du in dieser Woche mit den Augen von Jesus deine Welt sehen darfst. Ich bin überzeugt, es gibt ganz viele Nöte in deinem Umfeld, denen Jesus durch dich begegnen möchte. Und ich möchte dich segnen und für dich beten und gleichzeitig auch für mich beten, Jesus, und dich bitten, dass du uns prophetisch sehen lässt. Und dass wir dann den Mut haben, dieser Sicht auch zu folgen, dieser Sicht auch Taten folgen zu lassen. Und ich segne uns mit dieser Barmherzigkeit des Vaters. Und ich segne uns auch mit dieser Entschlossenheit und diesem dienenden Herz des Sohnes. Und ich segne uns mit der Weisheit der richtigen Worte des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wow, was für krasse Stories, was für krasse Geschichten, was für eine mega Herausforderung. Und ich bin so happy, dass wir auch als ICF Hamburg, wie ich es vorhin vor der Predigt erwähnt habe, einfach ab heute Geld zur Seite legen dürfen, um dann diese Projekte auch tatkräftig zu unterstützen. Du kannst also ab heute einfach einzahlen, auch auf unserem Konto, wenn du dort einfach den Vermerk machst, REACH 2020 oder auch das Wort REACH reicht schon, dann werden wir dieses Geld auf jeden Fall zur Seite legen und dann losschicken, wenn wir dann gemeinsam die Kollekte einsammeln werden. Wie gesagt, in den nächsten Wochen und Monaten wirst du mehr hören. Wir werden gegen Ende Jahr als ganze Kirche diese Kollekte einsammeln. Du kannst also jetzt anfangen, auch zu überlegen, kann ich vielleicht monatlich über meine regelmäßige Spende, die ich der Kirche gebe, hinaus nochmal Geld zur Seite legen, um dann hier
spezifisch für dieses REACH-Projekt zu spenden. Also herzliche Einladung und vielen Dank für deine Großzügigkeit. Hey, wir sind am Schluss dieser Predigt und wie vorhin angekündigt, haben wir heute wieder unser Gebetsteam online und wir blenden das einfach mal kurz ein. Liebes Gebetsteam, ihr dürft mal winken, winken. Ich gucke mal kurz in die Regie, klappt das alles? Ihr dürft einfach mal winken. Wir sehen heute Thomas zugeschaltet, Olli, Sönke, Corinna, mega cool. Also du siehst vier unglaublich nette, sympathische Menschen, die jetzt zugeschaltet sind und deswegen herzliche Einladung, kling dich rein und lass für dich beten und genau, mega, ein Riesendank auch an dieser Stelle für das Team, was sich jede Woche Zeit nimmt. Dann nochmal die Erinnerung, jetzt um wenige Minuten startet Coming Home, auch da kannst du dich einwählen über Zoom. Und ICF und Jesus besser kennenlernen, das ist auch der perfekte Ort, wenn du einfach vielleicht Fragen hast, wie du uns besser kennenlernen kannst, wie wir dir unterstützen können. Also kling dich dort ein, in wenigen Minuten geht es los. Und dann nochmal kurz der Hinweis, nächsten Sonntag keinen Livestream hier aus Hamburg, sondern wir klinken uns ein in dem Pfingstsonntag in Zürich. Ganzer Tag, gewaltiges Programm. Überleg dir, wen du einladen kannst, mit dem du dich treffen kannst, um diesen Tag gemeinsam zu erleben. Alle Infos bekommst du in den nächsten Tag von uns in den digitalen sozialen Medien. Und jetzt dürfen wir einfach nochmal als ganze Kirche aktiv sein. Wir wollen uns unter den Segen Gottes stellen und machen das durch ein gemeinsames Lied. Wenn du möchtest, kannst du dazu aufstehen oder auf dein Sofa stehen, rumhüpfen, auf deinen Stuhl stehen, einen Purzelbaum machen, was auch immer dir hilft, diesen Celebration am allerbesten zu beenden. Und wir singen jetzt gemeinsam The Blessing. Come on, lass uns das singen. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you. Be gracious to you, the Lord turn his face toward you and give you peace. He's for you. He's for you. He's for you. He's
Schlusswort. Amen. So soll es sein. Wir sind jetzt am Ende unserer Celebration angekommen. Es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint. Deswegen genießt deinen Sonntag.